Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum nächsten Zoobesuch. Dieses Mal sind wir in The Menagerie von Drake oder Drack. Ich weiß nicht, wer den Namen richtig ausspricht, aber es ist ein historischer Zoo. Ich freue mich auf jeden Fall mega doll darauf, denn dieser Zoo wurde komplett durchgezogen, was den Style betrifft. So habe ich das auf jeden Fall schon von oben gesehen und auf den Screenshots in der Steam, im Steam Workshop. Unten ist der Link zu diesem Zoo, einfach runterladen, der ist mega nice, das kann ich euch jetzt schon sagen, denn die Steam Workshop Seite sieht schon mega nice aus und das bedeutet meistens immer schon richtig Gutes. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Dieser Zoo wurde nämlich, dieser Zoo wurde nämlich hier durchgebracht sozusagen, über Discord, und wenn du auch möchtest, dass ich deinen Zoo mal in Zukunft besuche, dann schickst du mir den Link zu deinem Discord, ich meine gesagt, den Link zu deinem Steam Workshop über Discord, Instagram oder Steam. Dann kann das sein, dass wir in Zukunft deinen Zoo mal besuchen. Der muss ja auch nicht so krass sein wie der hier. Denn hier ist schon mega krass. Hier gibt es nämlich einmal eine Cafeteria, die mal krass aussieht. Und ich möchte einmal kurz erwähnen, das ist so der Standard, der hier so gesetzt wird. Denn hier draußen sehen wir einen Brunnen, der mich schon sehr hart an Trevi erinnert. Den Trevi-Brunnen in Rom. Irgendwie kriege ich da so Trevi-Vibes. Man spawnt übrigens auch hier. Also hier startet mal rein. Es ist heftig. Dieser Zoo-Eingang erinnert mich so ein bisschen an den von Hagenbeck und so weiter und so fort. Hier ist noch ein Karussell. Es ist alles historisch gehalten. Das muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen. Das heißt, ihr werdet jetzt vielleicht, cooler Eingang übrigens, ihr werdet jetzt vielleicht nicht die aller tierfreundlichsten Gehege sehen, aber wenn man insgesamt damit reingeht, dass das hier ein historischer Park ist, dann sollte das alles gar kein Problem sein. Hier übrigens ein wenig Leckereien sozusagen, hier mit kleinen Stühlen, die auch selber gebaut sind. Also es sind mega viele Sachen selbst gebaut. Popcornstand gibt es so nicht. Heftig, dass sowas selber gebaut wird, genauso wie so ein Zuckerwattestand. Warum gibt's das eigentlich nicht? Weiß keiner, ne? Weiß keiner. Hier sind, ja, sind das noch Vivarien oder können die schon weg? Das ist die große Frage, die ich mir hier stelle. Hier sind aber hauptsächlich Vögel drin. Tukane und Papageien und also heftigst. Heftigst. Ich sag's, wie es ist, Leute. Sowas, warum gibt's das denn hier nicht? Im Spiel so Vögel. Und hier Voyere. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier los, Leute? Was ist denn hier los? Hier draußen sind dann diese, ach, wie heißen die denn? Die sehen mega gefährlich aus im Real Life. Und mega strange. Naja, so, es gibt irgendwie keinen Rundweg. Das ist ein bisschen schade. Die Bäume hier sind auch individuell gebaut, ne? Also, es hat auch lange geladen. Ach, guck mal, hier gibt's doch. Ägyptischer Tempel, kleines Vogelhaus, Kolonialausstellung, Nordmeer, Panorama und das Mauritius Schloss. Wir gehen erstmal hier vorne zum Polarmeer wahrscheinlich. Denn auch ganz im Hagenbeck-Style. Hier vorne mit Robben, Seelöwen, ein paar Pinguine, Eisbären im Hintergrund und Reindeere. Und ich glaube, man muss an dieser Stelle auch einfach sagen, es geht halt darum, hier den Vibe rauszulassen und nicht um das Tierwohlbefinden. Denn, let's face it, lass uns ehrlich sein, das sieht nicht gerade danach aus, als wäre das hier freundlich für die Tiere. Aber es ist freundlich für uns zum Gucken. Und das ist ja auch ganz nice. Hier hinten im Hintergrund sehen wir auch noch zwei Eisbären. Die werden auf jeden Fall nicht genug Platz haben. Und das ist so ein bisschen auch die Idee des Ganzen hier, glaube ich, dass man auch so ein bisschen historisch durch die ganze Geschichte geht. Und gerade auch die historischen Gebäude sehen mega nice aus. Hier drüben ein Gehege mit Emus und mit Wallabies. Was relativ weitläufig ist, muss man auch dazu sagen. Es ist nur nicht so krass eingerichtet, aber das waren die Zoos damals ja auch nicht, ne? Das waren sie auch damals nicht. Hier gibt es dann ein Gehege mit Eisvögeln, das ist so ein Eisvogelmeer. Das werden irgendwelche Möwen sein im Hintergrund. Ist das alles Vogelkacke hier? Wenn, krass. Das sind Papageientaucher. Und das sind auch irgendwelche Eisvögel. Warum gibt es sowas nicht? Aber gerade das Netz hier sieht heftig aus. Heftig gebaut. Finde ich einfach unglaublich cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist genau mein Ding, solche Sachen hier. Und es geht darum, dass der Style hier gut durchdacht ist und gut durchgezogen wurde. Hier ist jetzt eine Brücke rüber.
Okay, wir werden uns auf jeden Fall verlaufen, so viel kann ich euch schon mal sagen. Ist das auch ein Mitarbeiterweg hier oder ist das hier noch normaler Weg? Was hier, Biber? Biber und Präriehunde gemeinschaftlich. Es sind aber auch viele Tiere, die gemeinschaftlich da zusammen leben hier, ne? Weil hier drüben sehen wir dann die Bisons. Auch in so einem historischen. In so einem historischen Gehege. Mal gucken, ob hier vorne noch irgendwas war. Das sieht halt auch danach aus. Wir gehen das alles, grasen das alles mal so ein bisschen nach und nach ab. Wird so ein bisschen anders der Zoobesuch werden, aber es liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass das hier nicht so aufgeteilt ist mit Rundwegen und so, für mich jetzt persönlich. Aber ich meine, guckt es euch mal an hier, was für ein Vibe man hier kriegt, wa? Mit so einem kleinen Teich. Ah, hier ist er ja. Baron von Drac. Mit Lieblingslöwen. Alter Vater. Ist das heftig? Ja, es ist krass. Es ist krass. Also an dieser Stelle, wenn euer Zoo nicht so krass ist, macht auch nichts. Können wir trotzdem schicken. Hier gibt es auch nochmal so eine Elefantenstatue, die so teils eingebaut ist, teils original. Und hier nochmal Papageien. Hier auch. Die Lampe, viel zu heftig, ey. Das sind auch mehrere Bauteile. Ich erkenne auch 3, 4 Bauteile da drin. Ist schon krass. Hier ein botanischer Garten nochmal auf der Seite. Ich möchte auch nochmal die andere Seite sehen. Hier natürlich, wie sollte es anders sein? Statuen. Okay. Bären, die gegen einen Löwen kämpfen oder gegen einen Tiger. Hier eine Schlange, die gegen das Krokodil kämpft. Das ist auch so klassisch, ne? Weiß nicht, wer sich solche Statuen eigentlich überlebt. Ja, genau. Wer sich solche Statuen eigentlich so überlegt hat. Aber die gibt's halt im Real Life, ne? Und dann denkst du dir so, ja, wow, was soll denn das? Wer macht denn sowas? Hier nochmal ein paar Papageien, der hat die Flügel ausgebreitet. Nochmal ein Springbrunnen mit einer Frau. Also, es ist viel zu krass. Es ist viel zu krass, Leute. Ich sag's, wie es ist. Viel zu heftig. Ist das ein Gebäude, in das man reingehen kann? Wahrscheinlich. Er sagt auf jeden Fall ja. Krass. Also. Einige der Stadt hier, wieder dieses Krokodil, was gegen Schlangen kämpft. Ach ja, natürlich. Natürlich gibt es hier ein Krokodilbecken. 8 Trillionen Vivarien. Das ist auch. Ich weiß auch genau, wie das hier drin riecht, ne? Wisst ihr das auch und wie sich das anfühlt hier drin auch? Das ist so stickig warm. Achso, jetzt mal draußen. Ja, krasses Gebäude. Krasses Gebäude. Was ist hier auf der Seite? Das sieht affenmäßig aus. Sind das Seile, die da hängen? Sieht so aus, ne? So wie so Schlangenseile, hätte ich mal gesagt. Da unten können die Affen auf jeden Fall rauslaufen. Dann werden die hier drinnen wohl sein. Hier sind Mandrill. Sind hier auch noch Affen. Hier sind Makaken drin. Was würde denn hier reinpassen? Hier wären so Paviane eigentlich angesagt, ne? Auf der Seite waren die Bisons jetzt. Ah, okay, wir sind hier hinten also. Kann man hier reingehen? Ins Affenhaus? Vivarien gibt es hier nochmal. Aber keine Affen sonst. Das ist eigentlich relativ schade, möchte ich sagen. Das ist auch relativ schade, dass ich jetzt hier so reingebackt bin. Dann kann ich aber einmal nebenbei gucken, ob man hier durch kann. Nee. Okay, gut zu wissen. Dass da keine Affen rein können. Aber das sieht trotzdem krass aus. Das sieht trotzdem krass aus. Okay, wir gehen wieder in den Erkundungsmodus, Leute. Und gehen hier unten mal zurück. Denn hier sind ja die Bisons gewesen. Ein sehr schönes Gehege übrigens für die Bisons. Das finde ich gut. Also im Vergleich zu dem Australien-Gehege ist das hier deutlich besser. Also für die Tiere jetzt. Oha, was ist hier? Wölfe sehe ich da schon. Okay. Gehen wir doch mal hin. Unterwegs gibt es hier nochmal einen historischen. Ja, was ist denn das? Geier sind das, glaube ich.
Eine historische Voliere für Geier. Da sind nochmal Tukane. Frontier, when? Wann denn? Wann denn? Endlich Vögel. Es scheint ja zu gehen. Sind das auch nochmal Vögel? Ne, warte mal, das ist ein Dingo. Das ist ein Beutelwolf. Ne? Und was das ist, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall ein Polarfuchs. Und das hier? Boah, das ist schwer zu sagen. Aber das hier ist ein Beutelwolf. Historisch. Sehr historisch. Aber da stand auch was von 1907 oder 17 oder so. Im Hintergrund sehen wir auch schon nochmal hier da hinten Indien, Indonesien-Kram. Jetzt sind wir bei den Wölfen ganz vorbeigelatscht, ne? Das ist auch passiert, passiert. So, dann gehen wir mal hier rein. Das ist ja auch nochmal historisch hier. Ja, selbstverständlich. Jo. Alles klar, Leute. Alles klar. Das ist hier wie so eine Kapelle. Aber es gibt natürlich hier Fossilien, Raptoren, Homo sapiens, Pan-Gorilla, Pongo und so weiter und so fort. Primaten. Alter, 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 alter. Heftig. Ja, ich packe ein, ne? Also, wenn es Leute gibt, die sowas hier im Planet Zoo bauen, das ist ja nix, also, das, und natürlich nochmal zwei Stühle hier draußen, einfach so random. Das ist ja im Vergleich zu dem, was ich bauen kann, das ist ja gar kein Vergleich. Da sind auch Affen. Da schwimmt irgendwas. Gibbons sind das. Oder Siamang. Völkerschau. What? Völkerschau gibt's ja auch? Ah, da kommen wir natürlich jetzt zu einem kritischen Punkt, was Zoos betrifft. Denn früher. Und mit. Ja, es waren halt nicht nur Tiere, die früher ausgestellt wurden, sondern auch Menschen. Und das ist auch noch nicht so mega lange her. Und da ist das hier wahrscheinlich so der. Ich habe mich schon gewundert, warum es 8 Besucher gab und nicht mehr. Und das hier ist dann die Völkerschau. Das ist dann halt der Grund. Ganz dunkles Kapitel. Finde ich. Und das zeigt halt auch. Das zeigt halt natürlich auch die Entwicklung von Zoos, aber es ist halt auch so ein bisschen. Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr dunkles Kapitel, was das Ganze anbelangt. Dass es wirklich Menschen gab, die hier in Zoos gelebt haben. Ja. Finde ich auch nicht gut. Und verurteile ich einfach sehr stark. Das sind Siamangs, Orang-Utans und Flamingos zusammen. Im Hintergrund sehen wir Trampeltiere, die eigentlich ganz cool aussehen, so im Hintergrund. Finde ich ganz nice. Die haben hier ihre Insel auf jeden Fall, die Affen. Weiß nicht, ob man das noch von woanders sehen kann, von hier vielleicht. Da sehen wir natürlich ein Schiff. Ein ganz kleines Schiff. Sind da die Siamangs auch noch drauf? Ich glaube ja, ne? Die können da so drauf springen. Sieht zumindest danach aus. Krasses Gehege. Da ist ein Flamingo. Ich weiß nicht ganz, wie der da jetzt hinkommt, aber der ist jetzt hier. Muss man vielleicht dazu sagen. So, wir gehen hier hoch und sehen dann hier die indischen Elefanten. Passend zu diesem Indien-Ding. Warum gibt es eigentlich sowas nicht im richtigen Spiel? Für Elefanten zum Beispiel. Das ist ein cooler Tempel. Und ich meine, guckt das euch mal an hier. Dieses Mosaik hier oben. Heftig. Ich finde es einfach krass. Also dieser Zoo ist einfach zu krass. Hier sind nochmal Geparden auf der Seite dann. Ach, guck mal, da sind kleine Babys. Die Süßen. Und im Hintergrund siehst du halt nochmal die Flamingos mit den Affen hier.
Ja, die können auf das Schiff rauf. Das ist heftig. Es ist heftig. Im Hintergrund sehen wir auch noch mal ein paar mehr Sachen. Ist krass. Hier jetzt das Gepardengehege wahrscheinlich, genau. Sehr offen, was das anbelangt. Hier können wir uns noch mal alle einen Tee gönnen. Und dann in das Gehege der Hyänen gucken. Und hier vorne ist noch ein Tiger. Auch eher dürftig. Da ist ein Jaguar drin, glaube ich. Oder ist ein Leopard? Ich würde tendenziell jetzt Jaguar sagen. Ja, da ist auch ein Panther. Das wird ein Jaguar sein. Das ist auf jeden Fall ärgerlich. Hier gibt es jetzt nochmal Hirsche frei. Dammwild. Und dann hier die Trampeltiere. Die Schilder sind heftig. Alter. Ja, es ist zu krass. Es ist zu krass. Also der Park ist einfach heftig. Gut gemacht. Ich komme aus dem Schwärmen nicht raus. Ihr hört und seht mich sprachlos. Hier dann die Möglichkeit, da waren Dammhirsche. Hier sind Hühner. Wie gehen die in so ein kleines, in so einen kleinen Kreml rein oder was? Das sind diese Püschelhühner, ne? Mit diesen Puschelfüßen. Man kennt sie. Und jetzt sind wir hier in so einem... Wo gehe ich denn jetzt lang? Ich gehe mal hier unten lang. Im Hintergrund sehen wir Rothirsche. Mitarbeiter. Und hier im Vordergrund sehen wir nochmal Steinböcke. Wobei nochmal ist ja falsch, weil die hatten wir ja noch gar nicht. Weil ich dachte, es wären Steinböcke, aber es waren Rentiere zu Anfang. Ich muss mal gucken, dass wir hier auf jeden Fall ein bisschen rumgehen können. Auch diese ganzen vielen verschiedenen Sachen, die es hier so gibt, im Hintergrund hier diese Erhöhung und so, es sieht einfach heftig aus. Hier sind die Wölfe nochmal. Die hätten wir vorher gar nicht sehen können, ne? Achso, und jetzt sind wir hier oben bei den Bisons. Okay, wir müssen doch nochmal runter. Sorry! Polarwölfe sind hier mit drin. Also, es ist richtig wild. Das Steinbockgehege finde ich auch richtig nice. Was ist denn das hier? So eine Schleuse, das? Sieht danach aus. Und da ist hier einfach Dammwild, was hier frei rumläuft. Ach, hier mit so einem Taubenschlag. Der leider auch nicht richtig funktioniert. Und dann gäbe es hier die Möglichkeit, rüberzugehen. Ins Kornfeld. Das schwebt also ein bisschen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Meckern auf sehr hohem Niveau. Die Vogelscheuche, die eh schon im Spiel ist, wurde dann auch nochmal eingebaut an der Stelle. Warum bewegt sich das denn? Wie ist das denn möglich? Gibt es Teile, die sich bewegen? Im Hintergrund sehen wir nochmal Elche und Giraffen. Aber erst sind die Elche hier. Wir gehen hier rüber. Mal sehen, wenn ich jetzt hier... Bärenschlucht. Hirschgarten. Ja, wir waren gerade im Hirschgarten. Dann gehen wir mal zur Bärenschlucht. Aber da sind wir schon mal rübergegangen. Ach, die sind hier. Ach so. Ja, okay, wusste ich nicht, dass die da sind. Ist das hier das Bärengehege? Es wirkt so, ne? Okay. Weil dann lass mal hier lang gehen. An dem Ententeich vorbei. Und an den Elchen vorbei. Denn hier ist jetzt Australien, wie schon angekündigt vorher, mit den Emus und den Wallabies. Ein gutes Gehege. Was ist hier drin? Auch wieder irgendwelche Vögel wahrscheinlich, ne? Ach, das sind Faultiere. Ihr seht sie dort. Dann sind hier Schweine drin. Auf jeden Fall Pinsel oder Schweine. Und Erdferkel. Warum sind denn einfach so random die Tiere zusammengewürfelt?
War das so? Oh, das sieht auch heftig aus, ne? Dass dieser ägyptische. Das sieht so ägyptisch aus mit diesen Menschen und dann den Säbelantilopen. Und dann haben wir hier Flusspferde. Mit einem ganz kleinen Flusspferdbecken, aber realistisch. Aber realistisch. Und dann hier mit so einem ganz kleinen Flusspferd-Innenbereich. Und einen Innenbereich für Tiere, die ich noch nicht kenne. Aber alles in ägyptisch gehalten. Ach, das sind die Säbelantilopen. Okay, die haben hier ihr Gehege dann. Mit Strauße zusammen. Das ist doch cool. Das ist dann, ja genau, das ist dann halt ägyptisch gehalten. Das ist cool. Und der Ibis da oben. Tiere des Nils wahrscheinlich. Auf der Seite Giraffen und Nyalas und Springböcke und Säbelantilopen. Nee, wer ist denn? Rappenantilopen und Spießböcke und. Das ist auch eine Nyala und ein Zebra läuft da und ach du heilige. Afrika, ja. Da lass mal rein. King Kong. Und die weiße Frau. Ui, was ist denn hier los? Krass. Okay. Ganz anderes Biom jetzt, oder was? Ist das noch der Himmel? Zebras und Spießbock hier. Bongos. Alter. Ah, hier darf man nicht lang. Ah, komm, wer soll's? Ja, nee, eigentlich nicht. Wenn abgesperrt ist, gehe ich nicht lang. Aber das Bongo-Gehege. Da drüben ist noch. Ah, nee, das ist. Ist das ein Fake-Tier? Aber wahrscheinlich sollen die dann hier rausgehen können. Das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen der Witz. Und ihr seht hier auch den Faun. Das ist ja eine Statue, der guckt ja hier an der Seite raus. So wie fast alle Sachen. Die haben nicht so mega viel Platz. Aber wir gehen wieder raus. Es ist einfach krass. Das hier, finde ich, sieht nice aus. Lass ich nichts drauf kommen. Das hier ist heftig. Ah, das ist wirklich. Das ist wirklich krass. Sehr, sehr krass. Und dann hier die Schweine und Erdferkel zusammen. Hier nochmal die Elche von eben, die erwähnten. Und da im Hintergrund sehen wir die Savanne. Vielleicht kommen wir da ja noch vorbei an der Savanne. Wenn nicht, gucken wir uns die noch von oben an. Ich meine, guckt euch die Gärten auch an hier, ne? Das hatten wir schon gesehen jetzt mit den Säbelantilopen und den Straußen. Da sind irgendwelche Strauße, die auf jeden Fall mal springen wollen. Hier sind Kasuare. Und das hier sieht aus wie ein. Ist wahrscheinlich ein Baumkänguru. Würde ich jetzt schätzen. Ach, das waren die Vögel. Ah, okay. Gehen wir zur nächsten großen Halle. Auf der Seite. Ja, nochmal ein Dino-Park. Ja, das ist. Sind das Dodos? Ne, das sind Pelikane, glaube ich, ne? Und dann diese Dino-Ausstellung hier. Die klassische Dino-Ausstellung. Ja, dann lass doch mal hier in ein Land vor unserer Zeit. Fledermäuse. Also Flughunde. Und Lemuren. Mit Vögeln hier an der Seite. Und Vögeln hier auf der Liane. Ja, sowas fehlt halt. Ja, sowas fehlt halt hier draußen. Auch nochmal Tiere. Das sind Paradiesvögel. Und auf der Seite dann hier. Dahinter ist der Trevi-Brunnen. Und da waren die Vögelchen. Das kann das schon alles gewesen sein?
Achso, das ist, wenn man hier nicht die. Hier hinten gibt es auch nochmal. Was das hätte werden sollen hier? Weil da war ja abgesperrt, das heißt, hier wird es ja nicht fertig gewesen sein. Man kann wahrscheinlich dann hier lang gehen und dann gibt es hier einen Tunnel unter der Savanne durch. Ich sehe schon. Also die Idee war auf jeden Fall noch da. Man kann den Zoo auch als Challenge spielen, das steht übrigens auch im Workshop. Und dann gibt es hier nämlich nochmal die Möglichkeit reinzuschauen, hier zu den Stachelschweinen, die mittlerweile drin sind. Kann man ja mittlerweile hier einziehen lassen. Und hier gäbe es dann nochmal die Möglichkeit für Geier. Das ist dann wahrscheinlich der Mensch hier, damit man die Höhe hat. Hier sieht man dann die Vögel, wo die dann hinkommen oder wo die herkommen. Und dann wäre es hier so rumgegangen. Es ist krass. Hier sehen wir halt Work in Progress noch. Und dann hier diese riesen Savanne mit den ganzen Tieren. Gnus und Warzenschweine waren hier auch noch drauf. Es ist auch viel ohne Barrieren gearbeitet worden, so, ne? Und dann Tiere, die wir nicht hatten. Gerade diese Volieren sind heftig. Also sind wirklich, wirklich gut. Der Zoo insgesamt ist sehr, sehr gut. Es ist ein bisschen schade, dass er nicht ganz fertig geworden ist. Gerade die Ecke hier hinten. Aber ansonsten hier sind unglaublich viele Highlights da drin. Ich habe keine Ahnung, welches ich davon als Highlight nennen sollte jetzt. Es ist einfach nur gigantisch. Es ist einfach nur gigantisch. Und dann der Trevi-Brunnen hier. Heißt er auch Trevi? Man weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass das der Trevi-Brunnen ist. Krass, ey. Krasser Zoo. Danke auf jeden Fall, dass ich diesen Zoo besuchen durfte. Danke für eure Aufmerksamkeit. Schaut ihn euch auf jeden Fall an. Link ist in der Videobeschreibung. Und dann lasst ihr noch einen Daumen hier da und einen Daumen im Steam Workshop. Ey, die Pelikane habe ich gar nicht gesehen hier auch nochmal an der Salle. Krass. Krass, krass, krass. Hier ist auch noch eine Villa Kunterbunt. Ach, das war das mit den Hühnern dran. Ist einfach krass. Es leckt auch ein bisschen bei mir. Bin ich nochmal zu entschuldigen an der Stelle. Aber so generell ist das einfach zu heftig. Es ist ein zu heftig. Hier waren Faunen noch drin. Man sieht es jetzt erst. Man sieht es erst, wenn es zu spät ist. Und was war hier? Konnte man hier eigentlich rein? War wahrscheinlich auch noch geplant. Hier so ein indonesisches Dorf an der Seite. Krass, ey. Achso, ja. Die sind ja auch da. Also die Kapelle ist wirklich, das ist wirklich State of the Art, Leute. Ich sag's, wie es ist. Puh, ich bin außer Puste nach so einem krassen Zoo. Ihr lasst auf jeden Fall einen Daumen nach unten da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt. Vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut das mal rein.